Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina, und heute gibt es wieder ein Make-up-Tutorial. Und zwar zum Thema Spring über deinen Schatten. Und ja, Spring über meinen Schatten, würde ich sagen, ist einfach beim Make-up-Contouring für mich, weil, wie man sieht, bin ich einfach ein Bleichgesicht und mein Gesicht ist auch relativ schmal und da habe ich mit Contouring ehrlich gesagt nicht so viel am Hut. Ich weiß, wie Contouring geht, aber ich mag nicht zu dunkel sein im Gesicht, sozusagen hier bin ich dunkel und dann hier mein Hals weiß wie Käse, ne? Das geht bei mir überhaupt nicht, das mag ich überhaupt nicht und deswegen habe ich immer so Bronzer, zum Beispiel hier den City Bronzer von Maybelline, der ist ganz hell zum Konturieren. Oder sogar der hier von Catrice in dieser Palette hier, der ist auch ganz hell. Und ehrlich gesagt, reicht mir das zum Konturieren. Aber ich soll ja über meinen Schatten springen. Und deswegen werde ich mich so schminken wie zum Beispiel Kim Kardashian oder Kylie Jenner. Leute, die einfach ein bisschen eine dünnere Haut haben. Und ich werde es einfach probieren, das in mein Gesicht hineinzubringen. Ich habe deswegen auch einen Rollkragen an, muss ich ehrlich sagen. Damit man nachher nicht so den Unterschied sieht, dass mein Hals so weiß ist. Und ehrlich gesagt möchte ich den Hals jetzt auch nicht schminken, deswegen fangen wir mit der Foundation an. Meine ist die hier von MAC, die Studio Fix. Dann bringe ich mal meine Augenbrauen in die richtige Richtung. Sollen ja auch ein bisschen dunkler sein als sonst. Und jetzt werde ich hier entlang auf jeden Fall Concealer auftragen. So, ich werde zuerst mit dem Contour Stick, also mit dem Wonder Stick von NYX arbeiten. Ja, ich zeige euch den mal so offen. So. Dann hat es auf dieser Seite so und auf der anderen Seite hell. Ich werde mal zuerst mit dem arbeiten und hier mit dem Gloria-Schwämmchen und später dann auch mit Puderprodukten. Ich werde jetzt auch noch Concealer nehmen. An die Stellen, die es halt hell sein soll. Jetzt nehme ich den Gloria-Schwamm hier und werde zuerst mal mit dieser Kante hier das Braune verblenden und hier auch. Der Schwamm ist natürlich feucht.
Ja, wenn ich mich jetzt so anschaue, ich weiß nicht, ob man das sehr in der Kamera sieht, ist es schon recht dunkel, aber es wird noch dunkler, noch ein bisschen mit dem Stick und dann mit dem Puderprodukt. So, jetzt geht's mal mit den Puderprodukten weiter. Ich werde zum Beispiel jetzt den Bronzer von MAC hier benutzen und von Catrice diesen Ton, sonst benutze ich ja den. Und sehr wahrscheinlich auch noch den hier von Catrice, der Sunglow. Also. Und Pinsel werde ich zum Beispiel den hier benutzen. Vielleicht den hier für die Nase. Seht ihr, sowas habe ich auch da, aber benutze es nicht. Und dann für das Gröbere werde ich halt größere Pinsel nehmen, um ein bisschen zu blenden. So, ich fange mal zuerst mit dem vom MAC an. So, und für das Helle hier sozusagen hier und hier, werde ich aus der Kontur von Catrice Palette das hier nehmen und das Puder einfach ein bisschen hier überall drauf tun. Und jetzt nehme ich den Pinsel hier, das ist ein sehr fluffiger, und versuche das alles mal zu verblenden. Auf jeden Fall ist es mir immer noch nicht dunkel genug, also nehme ich aus der Catrice Palette das hier. So, ihr Lieben, jetzt ist mal alles verblendet und ich muss sagen, Respekt vor den Personen, die jeden Tag sich so schminken, weil das kann ganz schnell in die Hose gehen. Also das kann ganz schnell cakey werden und so weiter. Aber wenn ihr schaut, hier wie braun das ist und das hier, ist mein Hals extrem. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in der Kamera sieht man es nicht so extrem. Ich werde jetzt noch den Concealer von MAC noch ein bisschen hier rauf tun. Oder hin soll. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass ich so ein kleines Louis-Schwämmchen noch habe. Das genau für hier gedacht ist. Jetzt kommt noch Fixing Spray drauf. So, für die Augen werde ich die Hanging in Hawaii von BH Cosmetics benutzen, die Palette. Die hat eben so ganz schöne Brauntöne. Und dafür nehme ich einen kleinen Blenderpinsel und gehe auf jeden Fall in einen hellen Braunton rein.
Und jetzt in einen dunkleren Ton. Und jetzt wird noch gehighlightet mit der Mrs. Bella Goldie Palette. Zuerst mal die Augen. Und jetzt das Gesicht. So, jetzt kommen die Mascara drauf. Also meine ist die von Catrice, die Glam & Doll. Und die False Lashes, das sind die hier von BH Cosmetics bei Alyssa Marie. So, wie man sieht, Wimperntusche, False Lashes sind drauf. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Und da werde ich einen Lip Liner von Art Deco benutzen in der Nummer 132 und dann einen MAC Lippenstift, der heißt Yash, und der sieht so aus. Den werde ich dann drauf tun. Und jetzt noch ein kleiner Trick. Ich habe hier einen zweiten MAC Lippenstift und der ist so richtig nude. Und den gebe ich mir hier ein bisschen drauf. Also das ist dann der fertige Look. Zum Thema Contouring, zum Thema sich überwinden lassen für was Neues, und so sieht das dann aus. Also jetzt momentan nach dem Schminken gefällt es mir jetzt schon natürlich viel besser. Das ganze Contouring, so wie die Nase ist extrem konturiert und alles, und würde sogar so auf die Straße gehen mit dem Rollkragenpulli natürlich. Ohne den Rollkragenpulli würde ich auf jeden Fall nicht aus dem Haus so gehen, denn ich möchte euch einfach nur mal zeigen, dass das einfach nicht natürlich ist. Wenn ich hier jetzt, ja, mein Hals und das Gesicht. Mein Gesicht sieht aus, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gebräunt gekommen, und ja, den Hals habe ich zu Hause vergessen. Ja, ich hoffe, dass ihr mir da zustimmt, und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und es amüsant für euch war. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, und natürlich, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann jetzt auf Abonnieren klicken, denn dann verpasst ihr einfach nie wieder ein Video von mir, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.